Hallihallo, willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal Let's Play The Hunter Call of the Wild. Ich hoffe, euch geht's gut und ich danke euch fürs Einschalten. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, hinterlasst einfach gerne einen Daumen nach oben oder kommentiert es gerne, je nachdem, wie ihr Lust habt. Und ja, viel Spaß wünsche ich euch. Gestern oder vorgestern? War ich auch unterwegs. Aber da habe ich nebenbei mit Küsing ein bisschen GTA nebenbei gezockt. Aber da habe ich auch Schwarzwebelhirsche. Ja, gesehen und erlegt. Tut mir an dieser Stelle leid. Ich habe ungefähr die ersten 1,5, 2 Minuten aus Versehen mit dem Effekt aufgenommen. Deswegen bin ich nochmal die Nachbearbeitung und habe das nochmal ein bisschen nachgesprochen, was ich da wiedergegeben habe. Ja, alles verstehe ich leider auch nicht, aber das kommt doch durch den Effekt und weil man da leise redet. Auf jeden Fall habe ich die ersten mit der falschen Waffe getötet und der falschen Muni. Das waren, glaube ich, 2 oder 3 Stück. Und genau, 3 Stück. 2 schön mit der Leber, 100%. Und eins davon war sogar ins Herz, auch 100%. Die sind direkt, also das mit 100% Herz ist dann direkt umgeklatscht. Nicht mehr weit gelaufen. Und das wollte ich eigentlich nur erzählen, nur dass ihr ein Stück davon versteht, was ich dann zwischendrin erzähle. Nicht, dass ihr dann denkt, hä, was für ein Zusammenhang hat das Ganze? Ach Mann, Junge. Ich habe auch eingeschossen, so, ich habe gerade nicht wieder hingeguckt. Mit der falschen Waffe. Wegen dem Effekt. Habt ihr nichts gehört? Sorry, Mann. Oder nicht so viel. Und der war so richtig blöd am Abhang. Musste mich in so ein Gebüsch reinstellen und dann musste ich so hochgehen, zack, und dann. Da war es natürlich meine Entdeckungsrate hoch, aber ging nicht anders. Aber es war halt mit der falschen Muni, es hat mich geärgert und der falschen Waffe. Diesmal mit der zweiten Waffe. Ich kann natürlich auf die Effekte aufpassen. Wo liegt denn jetzt der gute Bär? Wenigstens die Aufgabe auch in die Richtung, glaube ich, von dem. Oh, Jode, ne? Ja, was? Ich meine, die hört man überall was. Davon mal abgesehen. Die sind so klein, wie so kleine. Freundlich gekannt hab vom Namen hätte ich gesagt, sind kleine Füchse. Der ist sehr nah, der ist sehr nah. Der, ah. Wegen den drei Dings hier, Schwarzwebelhirsche hatte ich sogar einen Herztreffer, Herzlunge. Oh, eigentlich wollte ich mir erstmal um den Berg kümmern, da ist was. Ja, waren auf jeden Fall sehr 3 gute Abschüsse. Die anderen 2 waren halt nur Lunge, aber war in Ordnung. Und wenn wir hier drin sind, ist natürlich für uns gut, dann sieht er uns eigentlich nicht.
Ah, da muss doch gleich hier vorne irgendwo liegen. Na, jetzt habt ihr es auf jeden Fall mal den Kojoten gesehen. Die sind echt nicht so einfach, aber jetzt war echt gerade so nah dran. Das war echt gut. Da vorne liegt er. Der Bär. Und dann müsste ich ja die Aufgabe geschafft haben, weil ich bin ja noch im Mount Kraken, ich wollte gerade Mount Laken sagen. Die Windrichtung für den Coyote ist eigentlich auch gut, weil die ist direkt da hinten. Das heißt, er dürfte mich eigentlich gar nicht mitkriegen. Oh, hier bin ich gerade völlig im Gebüsch unentdeckt. Schauen wir gleich mal, ob wir den nochmal rankriegen. Aber haben wir erstmal den Bär. Weiblich natürlich. Was ist denn das? Lungenflügel, links, Muskel, Schulter, Blatt. 96%. Das war doch sehr gut, der erste Schuss. Ja, dann habe ich noch einen geschossen, als er weggerannt ist. Das war sehr gut. Also, bin zufrieden. Da hätten wir die Aufgabe auch. Die Kunde war zufrieden mit dem letzten Pelz. Sie möchte wissen, ob es davon auch andere Fellvarianten gibt. Entdecke, was sind dicke drei? Entdecke Schwarzbären mit drei verschiedenen Fellarten. Und das ist auch noch hier oder was? Ja, überall. So, jetzt machen wir aber noch den Kojoten, bitte. Der war echt so nah dran. Man weiß es manchmal nicht. Ach ja. Die Folge mit der Katastrophe mit der Waffe 2. Ja, ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller, sonst wird das ja sehr ähnlich. What? Das ist erstmal noch ein Bär. Ja, why not? Wie viel Meter? Wow. Let's try. Ach, der Präriasatz angelockt werden, ist klar. So, jetzt haben wir den genau hier unten bei dem Schwarzbären. Ne? Schauen wir gleich mal, wo die zwei Bäume sind. So. Da war ihn. Junge, Junge, Junge. Ich sage, das war ein Kampf. Ich hoffe jetzt auch mit der richtigen Muni. Aber den Bären habe ich nicht wiedergefunden. Der war auch sehr nah. Leber, Lungenflügel, links Magen. Ja. So, diesmal mit einem richtigen Kaliber. Waffe 270. Kalibari. Und die Winchester. Dann nochmal.
Da hat mich ein bisschen Nerven gekostet, der Punkt. Da war nicht ohne. Eine Schlinge. Ja, ich wollte es wenigstens festhalten hier, aber den Bär, ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Mal hier die Aufgabe wieder ändern. Also ich stand hier und habe hier runtergeschossen. Aber wo der ist, ich habe keine Ahnung. Ich finde den einfach nicht. Das müsste ja hier bei dem Gelben daneben in der, also da, so dazwischen irgendwie. Aber ich habe echt keine Ahnung, ich habe hier überall schon gesucht. Aber nicht eine einzige Blutspur gefunden. Egal, es ist allerdings auch nicht vorhin lila geworden. Deswegen. Na, hier, das sind die schwarz Blutspuren. Deswegen wird es, denke ich, auch nichts Tödliches gewesen sein. Und da hat die ganze Zeit irgendwo ein Bär-Alarm gemacht worden, aber. Keine Ahnung, hier ist aber auch nichts am Blut. Okay. Ja, der blöde Elch. Ich kann mal kurz zurück in der Richtung gehen, wo der herkam. Ich hätte halt einfach mal gern gewusst, ob ich den getroffen habe oder nicht. Ich habe richtig chillig da gesessen. Das ist jetzt ein paar Mal erst. Ja, das wollte ich euch auf jeden Fall nur mal gezeigt haben mit den Kojoten, nicht, dass es wieder daneben geht. Das ist natürlich sehr alt, das ist mir schon klar. Aber. Ehrlich gesagt, nicht, wo wir den getroffen haben hier. Nichts zu sehen. Ja, das ist schon viel zu weit. Das sind ja keine 100 Meter mehr. Weil ich stand ja hier. Hier irgendwo. Das sind jetzt schon 200 Meter. Also. Ja, schwierig. Egal, das wollte ich jetzt nur mal mit festhalten und euch gezeigt haben. Ich habe gerade zu spät gedrückt. Aber nicht abgedrückt. Aber man hat sich gesehen. Ich habe einen zweiten. That should round out their numbers a bit. Jo. Great job. If you ever spot a watchtower in the distance with the lights on, that's probably our local fire lookout Emily Connors, doing one of her final rounds for the season. Emily's been coming out to the reserve for many years, working as a fire lookout and doing some writing on the side. Actually, she's on her third book now. When I talked to her this morning, she told me she lost her notebook on one of her hikes. Unfortunately, she won't be able to retrace her steps for a couple of days, so I figured I might ask you for help while her tracks are fresh. That notebook means everything to her, so there'd be a nice finder's fee. Ordentlichen Finder da oben. Ja. Ist bloß wieder nicht leicht zu finden, würde ich sagen. Ich kann noch umgehen wegen dem Wasser. She probably lost it while oogling a Roosevelt elk. She can't get enough of them. Even helped out with some research during her time here. Of course, she might have been staring at something or someone else. Lustig. Ja, hört sich glaube ich erstmal einfach an, als es ist.
Ach, das ganze, ganze Story-Mission oder was? Die können wir aber auch mal hin. Warte mal. So, I suppose we need to do something about the Black Bears in Belmont. If they've been moving east from Leighton Lowe's, then Hope may not be the only person they could come across. Have you hunted a black bear before? These migrating ones are likely younger and smaller than an adult, but that doesn't mean it'll be easy by any stretch. I think it'll go far to just harvest a single one. The hunting pressure should motivate the rest to turn back towards Leighton. Ja, ist nicht so easy. So. Da haben wir dann bestimmt eine weitere Reise vor uns. Ja, da oben. Ja. Naja, geht. Ich bin jetzt sowieso das erste Mal hier bei Large. They'll rarely let out a call. And their senses of smell and hearing are so good that they'll probably notice you before you even catch sight of them. Ja, konnte ich jetzt auch gar nicht lesen nebenbei. Na gut, dann machen wir das mal. Und ja, haben wir wieder einen kleinen Einschnitt hier. Und da, wo was passiert. Ne? Ich kann euch ja nicht 2 Stunden hier mitnehmen. Ist ja langweilig. Und so lange was erzählen, habe ich auch keinen Bock. Backtrack along her footsteps. You're getting pretty good at tracking, so you shouldn't have a problem. They are. Her tracks. Follow them back and see if you find anything. You found it. Emily will be glad to hear her riding is safe and sound. Why don't you leave it at the tower and she'll pick it up on her next watch. Komisch aufheben, ich hab's aufgehebt eigentlich. Na dann, danke schön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ich bin erstmal raus. Ciao.